Hallo Leute und willkommen zum Let's Play Uncharted The Nathan Drake Collection. Wir fangen natürlich an mit Uncharted Drake Shit Remastered. Ich muss jetzt erstmal kurz was gucken. Audio. Ich muss ein bisschen leiser machen. So. Okay. Was ist Forscher? Für alle, die einfach das Spiel sehen möchten. Interessant. Im Prinzip kann man sich da nur die Cutscene angucken, oder was? Okay. Jetzt ist die Frage. Ich muss eh... Ich würde sagen, ich spiele auf normal, weil ich den ersten Teil hasse. Ja, was heißt hasse? Der erste Teil ist mir nicht so gut im Gedächtnis geblieben, muss man sagen. Ich weiß, dass da noch eine Szene gibt mit so einem Jetski. Und die hasse ich. Und ich spiele privat sowieso dann noch Gnaden. Oder spielen wir auch schwierig. Ah komm, spielen wir auch schwierig. Sonst wird es zu langweilig. Man will doch mich ja mindestens ein bisschen ragen. Weil ich denke mal, sobald ich auch schwierig durchgezockt habe, habe ich gnadenlos dann freigeschaltet. Es wird wie immer sein, Cutscene, ich halte die Fresse, im Spiel werde ich labern, fluchen, etc. Wie immer eigentlich. Für die Leute, die den Kanal eh schon kennen. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich habe mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee. Nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. So. Wie haben die uns hier draußen gefunden? Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesem Kerl getan? Ja, das ist eine lange Geschichte. Okay, ich muss jetzt erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Okay. Beeil dich, Sully. Ah. Wie war das nochmal? Es gibt doch dieses Nummer. Ja, genau. Okay, das wollte ich noch wissen. Ah, okay. Das heißt, die kommen jetzt hier hoch. Oh nein, ihr Mies. Box dir die Fresse voll. So, wo ist der andere? Yeah.
Jawoll. So. Okay. Ah, verdammt nochmal. Ah, verdammt nochmal. Jetzt wirst du bezahlen. Haltet ihn ab. Hey. Ach komm, der wird doch tot. Ah, wie war das nochmal? Dieses Schießen und dann eine Faust ins Gesicht geben. Genau, das wollte ich jetzt nochmal testen. Okay, das war nicht das, was ich meinte. Okay, das war's auch nicht. Gab's das überhaupt schon bei dem Teil? Okay, oder auch nicht. Wieso kann ich eigentlich nicht nachladen jederzeit, wann ich will? Aua. Aua, 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 aua. Okay, das ist nicht gut. Alter. Was ist das? Hau rein, Sully! Ah, Sully. Oh, meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Ne, das wird nix. Kavallerie kommt. Oh, Gott sei Dank. Moment! Was soll das denn? Okay. Los! Okay. Los! Ja, ja. Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Hohoho. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen.
Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut, denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies, sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das... echt wissen müssen. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hab? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Nate, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Ach, du Undankbarer. So. Ich werde natürlich nicht alle Schätze holen, drauf habe ich keinen Bock, das werde ich später beim Gnadenlos-Durchgang so oder so machen, privat. Ich werde halt ein paar holen, die auf den Weg kommen, die ich sehe. Also sonderlich Mühe werde ich mir jetzt dafür nicht geben, weil auswendig weiß ich es echt nicht mehr. Ich meine, Uncharted, wann habe ich das zuletzt gespielt, den ersten Teil? Das ist schon eine ganze Weile her. 2009, glaube ich. Also 6 Jahre ist er schon auf jeden Fall schon. Weißt du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Aber auf jeden Fall, das war's für den ersten Part. Ihr wisst ja, der erste Part ist immer ziemlich kurz. Die nächsten werden alle länger sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.